Oh nein, vorhin hat's gehagelt und jetzt regnet es auch noch hier in Pokémon Schild. Außerdem sind unsere Teammitglieder alle sehr, sehr geschwächt. Wir können kein einziges Pokémon mit mehr herausfordern. Auch wenn hier so viele sind, die ich gerne fangen möchte. Es geht leider gerade nicht. Nein, lassen wir ihn erstmal in Ruhe. Wir können gerade gar nichts machen hier. Hi. Hallöchen, ich hatte hier was Seltenes, das ich in der Zuzone gefunden habe. Okay, 100 Watt. Hier. 2 EP-Bonbons XS, okay. Genießt du deinen Aufenthalt in der Zuzone? Anscheinend bekommt man am leichtesten, indem man einen Dynarate teilnimmt. Ja, leider können wir gar keine machen, denn wir sind etwas zu schwach, leider. Ich dachte am Anfang des Spiels, wir wären zu stark, aber das ist genau das Gegenteil. Deshalb rennen wir ja durch und durch und durch und ich hoffe, das ist der richtige Weg. Okay, alles spawnt erstmal. Okay, hi, hi. Hier ist irgendein Gebäude, wo wir mal ganz kurz schnuppern werden. Pokémon, ach, das ist ein Nest. Oh Gott, hier wird wahrscheinlich irgendwann so ein Endboss kommen. Schätze ich mal, vermute ich mal. Hier hätten die eigentlich ein Nest hin verstecken können. Hier. Hinter. Ah, hier ist ein Pokéball sogar. Okay. Verdammt. Ich dachte eigentlich, die Naturzone war viel cooler und viel. Naja, ich sag mal. Oh, ein Beleber. Cool. Oh mein Gott, hier sind so viele coole Pokémon. Ich dachte eigentlich, die Naturzone wäre viel leichter, viel entspannter, viel cooler aufgebaut. Aber die sind alle auf Level 15 und ich bin erst Level höchstens 12. Alle sind eigentlich so relativ Level 10 und deshalb lass uns erstmal ein andermal wieder zurückkommen. Das ist so mein Plan. Und ja, könnt nichts dagegen machen. So. Milzersee, Osten. Okay. Aber wir sind da. In Engine City, glaube ich. Kommen wir jetzt an, oder? Das war doch so. Die Naturzone quillt geradezu über von Energie, die man als Watt W bezeichnet. An diese Energie gelangst du durch leuchtende Pokémon-Nester sowie über leuchtende wilde Pokémon. In der Naturzone triffst du zudem auf Trainer, die dir allerlei Items im Tausch gegen Watt überlassen. Okay, Dankeschön für den Tipp. So, aber wie gesagt, ihr Weg, wir lernen das mal alles. Also der Ort ist einfach nur, hier kannst du ein paar alte Pokémon fangen. Und das war's. Und die Jahreszeit ändert sich die ganze Zeit. Weil jetzt hat es aufgehört zu regnen. Es ist einfach wieder Frühling oder so. Also keine Ahnung. Das werden wir ein andermal erkundigen, würde ich einfach mal sagen. Jetzt auf zu Engine City! Das hoffentlich hier ist. Okay. Wie findet ihr die Naturzone? Schaut's mal rein. Da sind wir. Engine City. Nice. Das sieht doch nach einer coolen Stadt aus. Und der hat man auch schon im Trailer gesehen. Zumindest einen kleinen Ausschnitt von Engine City. Oh, eine Arena! Unser erster Orden! Hype! Hype, hype, hype! Unfassbar, wie riesig diese Stadt ist. Ich muss immer wieder meine Karte zücken, um mich nicht zu verlaufen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass der Champion Gala quasi Heldenstatus genießt. Die Leute hängen förmlich an seinen Lippen und verfolgen alles, was er tut. Okay. Oh, seht ihr das Bild da hinten? Chichilla heißt es, glaube ich, oder? Das ist mein süßes kleines Picochilla. Ach so, Picochilla. Pikachu haben einen wahren Putzfimmel und nutzen ihren Schweif als Staubwedel. Aha. Engine City. In dieser Industriestadt wurde das moderne Zeitalter mit Hilfe von Dampfkraft eingeläutet. Okay. Hey, hallo. Sanya. Du hast es durch die Naturzone geschafft, was? Nicht schlecht. Dein Team ist jetzt sicher ziemlich erschöpft. Oh ja, ist es. Los, gehen wir ins Pokémon Center. Wenn du kurz Zeit hast, zeige ich dir da auch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. Okay. Ich bin gespannt. Woldi. Oh, schau mal, Rotomina. Rotomina ist gerade frei. Rotomina? Was? Rotomina ist eine Kurzform für Rotom Terminal. Das sind nützliche Geräte für Trainer. An ihnen kannst du unter anderem das Design deiner Ligakarte individuell gestalten.
Okay, cool. Wir können eine Liga-Karte erstellen. Bastel doch einfach mal ein bisschen an deiner Liga-Karte herum. Also sowas ähnliches wie in X und Y, oder? Lass deine Kreativität freien Lauf. Eine Liga-Karte von Delion erhalten. Du sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Liga-Karten der Pokémon-Liga. Du kannst das Design deiner Liga-Karten mithilfe der Kartomaten, die du in den Pokémon-Sendern von Gala findest, individuell gestalten. Wenn du deine Liga-Karte anpasst, werden die Angaben darauf automatisch aktualisiert. Jeder Trainer besitzt seine eigene Liga-Karte, die er über die Kommunikationsfunktion mit anderen Trainern tauschen kann. Wenn du über den X-Knopf das Spielmenü aufrufst, kannst du die Liga-Karten ansehen, die du bereits erhalten hast. Dir ist bestimmt nicht entgangen, dass Ancient City ziemlich groß ist. Aber kein Grund zur Sorge, wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier was ist. Vergiss nicht vorher, dein Team heilen zu lassen. Werde ich machen, werde ich machen. Ach ja, die Eröffnungszeremonie, das weckt Erinnerungen. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, war das ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort wieder dieses Kribbeln im Bauch. Woldi, Woldi. Rotomina, die Freundin meines Handys. Komm, erstmal heilen, bitte. Bitte heil. Endlich geheilt. Dankeschön, vielen Dank. Erstmal die PC-Boxen. Pokédrops, was? Das gucken wir uns gleich mal an. So, alles mal rein. Die, die nicht mal im Team sind. Zack. Okay. Bis bald. Ja, nee, noch nicht. Pokéjobs. Oh. Pokéjobs in Gala suchen zahlreiche Firmen nach Pokémon, die ihnen bei bestimmten Aufgaben helfen können. Du kannst diesen Firmen unter die Arme greifen, indem du die Pokémon zu ihnen schickst, nach denen sie suchen. Wenn sie zurückkommen, haben deine Pokémon sicher so einiges dazugelernt. Juhu, die Auswahl an Pokéjobs wird einmal am Tag aktualisiert. Je öfter du deine Pokémon aushelfen lässt und je mehr von ihnen du losschickst, desto mehr Belohnungen warten auf dich. Hilf aus, so oft du kannst. Es gibt einen neuen Job zu erledigen. Vielseitige Stoffe. Wir suchen nach einem Normal-Pokémon, die uns beide helfen. Okay. Ein Normal-Pokémon. Raffel, hier. Mehrere. Wer ist noch normal? Pi ist noch normal. Hier, reicht. Ja, reicht. Entsenden wir mal. Halber Tag, sehr lang, lang, kurz. Was? Ich weiß nicht. Ah, das ist für ÖP. Okay. Okay, interessant. Das ist also für ÖP. Warte, dann schicken wir mal unsere los. Obwohl, nein. Oh, das ist wahrscheinlich für die Leute, die AFK sind, aber trotzdem Erfahrungspunkte haben wollen. Okay, interessant. Machen wir jetzt nicht. Aber machen wir den Kartomat. Liga-Karte erstellen. Hintergrund. Das ist cute. Oh, das! Pokémon Quest habe ich nämlich auf meiner Switch. Oh, das will ich nehmen. Obwohl das mit Evoli ist auch so cute. Ich nehme doch lieber das. Keine Ahnung, das mit Evoli ist einfach so cute. Filter. Na, machen wir ohne Filter, brauchen wir nicht. Rahmen. Oh, wie cute. Nehmen das. Weiter. So würde ich sagen. Nein, nein, zurück. Gesichtsausdrücke. Sowas. So ganz cool. Machen wir das mal. Pose ändern. Ui. Ja, machen wir das. Perfekt. Super. Beides kostet kein Geld. Fast fertig. Jetzt fehlt nur noch der letzte Schliff. Dann drücke ich die Liga-Karte aus. Okay, Rotomina. Nehmen das normale, würde ich sagen. Das macht 0 Pokédollar. Okay. Okay. Lassen wir sie fürs erste Mal so. Wenn du dein Pokémon fangen willst, solltest du es erst mal schwächen, du. Versuch doch mal seine KP zu verringern oder erst mit einer Attacke in den Schlaf zu setzen. Das Rotom in diesem Rotomina scheint den Kartomaten zu lieben. Die beiden Verkäufer da drüben bieten ganz unterschiedliche Waren an. Dabei sehen sie sich so ähnlich.
Hey du, wenn du einen Zruppel dabei hast, würdest du es gegen meinen Raffel tauschen? Nein? Warum sollte ich? Das ist richtig dumm. Lol. Wo wollen wir lang? Wollen wir uns erstmal erkundigen? Und hinten ist noch was. Versteckt! Ein Nugget, können wir verkaufen! Geil. Die Musik ist cool. Dass du es durch die Latrizzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Aber weißt du auch noch, was dein Ziel in Engine City ist? Die Arena Challenge! Genau, als nächstes solltest du zur Arena Challenge. Ich glaube, jetzt statt erkunden, machen wir ein andermal, weil jetzt ist irgendwie so eine gerade Linie, wo wir jetzt lang müssen, schätze ich mal, oder? Da ist es, direkt in der Mitte. Sie findet morgen im Engine Stadion statt. Morgen erst? Okay. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Okay. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Vergiss ja nicht, dich im Stadion anzumelden. Bis später. Oh, zur Boutique, darf ich auch hin. Oh, seht ihr da rechts? Da ist der Friseur. Wie cool. Das machen wir, das machen wir. Das mache ich jetzt sofort. Stadterkunden machen wir. Ich würde sagen, Naturzone und Stadterkunden machen wir nach dem ersten Orden. Das habe ich mir jetzt so entschieden. Ich habe gerade keine Lust. Ich will jetzt einfach hier erstmal anschauen, was es jetzt so gibt. Wie ist das? Klebt die Fuchs, ne? Ja, wer die Welt verändern will, der muss bei sich selbst anfangen. Und der erste Schritt zum Neuen. Ich kann auch ein frischer Haarschnitt sein. Probier doch einfach mal den Haarschnitt aus. Einen Haarschnitt aus, von dem du dachtest, dass er dir nicht steht. Manchmal entdeckt man so einen völlig neuen Stil für sich. Okay, hallo. Herzlich willkommen. Was können wir für dich tun? Make-up? Lass uns erstmal Haare machen. Das wird sofort bezahlt. Oh, ich dachte erst, wenn man fertig ist. Das ist blöd. In Ordnung, nimm bitte Platz. Auf deine Sachen passe ich so lange auf. Ach, übrigens, da man jetzt Make-up machen kann. Man kann jetzt so Make-up auftragen. Weiß einer von euch, der als Junge spielt, ob das auch als Junge gilt? Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt es mal bitte unten rein. Was soll es heute sein? Kurzer Bob. Was gibt's hier so? Oh, das sieht cute aus. Oh, das sieht richtig cute aus. Was gibt's denn so? Okay. Die wären was, glaube ich. Was ist das nochmal? Das hier, ne? Und das war das hier. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das hier. Das sieht richtig, richtig cute aus. Wechseln. Man kann hier einen Pony ändern. Okay. Machen wir mal einen langen Pony. Oder einen seitlichen. Wir machen erstmal einen seitlichen. Langen meine ich natürlich. Das sieht richtig schön aus. Pink. Och, geil. Platinblond. Beigeblond. Aschbraun. Nee, wir machen golden. Ja. Das machen wir. Das sieht cool aus. Das finde ich mal einen frischen Style. Echt klasse. Soll ich anfangen? Ja. Alles klar, dann kümmere ich mich mal um deine Frisur. Ui. So, fertig. Sieht klasse aus, oder? Ja, mir gefällt's. Ja, Kopfbedeckung wieder aufsetzen. Boah, das gefällt mir richtig. Ja, aktualisieren, bitte. Oh, das sieht nice aus. Und wie die Haare auch so so flattern. Wisst ihr, was ich meine? Das ist echt nice. Wollen wir noch Make-up machen? Ist das nicht zu viel? 1000 nur. Na, dann machen wir mal Make-up auch nochmal. Mal gucken, was es da so gibt. Was soll es heute sein? Oh, verdammt, man sieht das nicht. Nee, Augenbrauen lassen wir. Augenbrauen sind nicht so wichtig, denke ich. Okay, ach, man kann hier einfach das hier alles ändern. Eyelashes, oh. Wie sie gerade geblinzelt hat, das hat voll gut gepasst. Welches davon ist denn besser? Warte, das ist so, nur ein Strich, das sind zwei, drei und das sind drei an der Seite, das ist richtig fett. Ich würde sagen, wir machen die. Was ist das? Ach, eine Augenfarbe! Da bleibe ich bitte bei Braun. Danke. Und Lippenstift. Pink. Rot. Burgunderrot. Ne, wir machen Pink.
So, aber ich würde sagen, wir machen vielleicht doch über alles ändern. Sonst ist das doch etwas zu langweilig, oder? Dunkelbraun, denke ich, passt trotzdem, aber... Jetzt sehe ich das nur leider nicht ganz, weil ich den Pony so lang gemacht habe. Lassen wir es doch so. Ja, ich denke, ich bin fürs Erste damit zufrieden. Passt. Fast gar nichts anders, aber ist trotzdem cool. Ist halt trotzdem cool. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. So, jetzt zur Boutique. Uwu, Boutique, Boutique. Was gibt's heute? Ich hoffe, gibt's viel mehr Auswahl als vorher. Die Klamotten, die ich mag, stehen mir nicht. Und andersrum genauso. Ich suche etwas, womit ich in der Naturzone auffalle. Mode kennt kein Alter. Ob jung oder alt. Jeder kann tragen, was ihm gefällt, finde ich. Ich bin auf Wunsch meiner Großmutter zu dieser Reise aufgebrochen, aber ich möchte dabei auch ein bisschen Spaß haben. Bist du auch gerade am Shoppen? Vergiss bloß nicht, beim Arena-Stadion vorbeizuschauen, ja? Klar doch. Oh, mir gefallen meine neuen Haare einfach irgendwie. Sportpullover. Gibt's Kleider? Immer noch keine Kleider, weil noch immer die kommen. Was gibt's denn für Jacken? Das sieht nice aus, die Jacke. Vielleicht die Jacke und dann als Hose so ein Rock. Sowas vielleicht dann. Und dann ein T-Shirt muss ich aber auch noch nehmen. Ich weiß nicht. Ja, Socken und Schuhe sind gerade nicht so wichtig, finde ich. Neue Cap. Okay. Rucksack können wir ändern. Ui, das sieht nice aus. Das sieht richtig cool aus, so mit dem Rucksack. Yo. Nicht schlecht, du. Das ist schon ganz nice. Das sind die Schuhe. Oh, die Schuhe in schwarz. Okay, cool. Socken. Oh, die Socken sind ja doch cool. Doch nicht schlecht, du. Ich glaube, wir holen uns einfach mal. Lang oder kurz? Lang oder kurz? Ich weiß nicht. Ich würde erstmal sagen, kurz. Ja, machen wir kurz. Ja, gleich anziehen. Ansonsten die Jacke noch. Ja, dann Mama. Okay, reicht. Einkauf beenden. So, ich habe extra die Jacke nicht angezogen. Ich will nämlich sehen, wie das aussieht, wenn man hier reingeht und das dann so macht. Wir haben neue T-Shirts? Egal. Achso. Da, das hier. Genau. Ja, umziehen. Ja, aktualisieren. Okay, cool. Ich dachte, ihr macht irgendwie so eine Pose oder so. Egal. Ey, das sieht echt nice aus. Das ist doch super. Okay, ich glaube, jetzt sind wir frei. Ich glaube, jetzt können wir uns sogar doch noch umschauen. Also was war denn mit meinem Pokémon? Da kann ich noch nicht in der Naturzone, weil ich doch zu schwach bin. Ne? Ja, ja, ich bin noch zu schwach für die Naturzone. Warten wir erstmal, bis wir ein wenig mehr trainiert haben. Bis wir dort was machen. Und deshalb gucken wir uns hier erstmal ein wenig um. Agent City ist große Klasse. Wusstest du, dass der obere und der untere Bereich der Stadt durch einen Lift verbunden sind? Okay, da darf ich nicht lang. Ich sehe mit Tag ein, Tag aus diese gigantische dampfbetriebenen Zahnräder an. Okay, wenn es dir Spaß macht, ne? Dein Ding, du. Mach dein Ding. Das Pokémon ist auch gut. Ich finde es toll, dass es hier einen Ort gibt, an dem Frobaia ein wenig verschnaufen kann. Vielleicht sollte ich mir auch einen Schluck aus den Wasserspendern hier gönnen. Ist dir in letzter Zeit was Tolles passiert? Sorry. Dieser Briefkasten wird regelmäßig von Pokémon geleert.
Ich bringe immer einen Blumenstrauß mit nach Hause, egal ob es sich um einen gewöhnlichen Tag oder einen besonderen Anlass handelt. Mein Pokémon liebt den Duft frischer Blumen einfach über alles. Ich hab Blumen-Pokémon total gern. Cool, cool. Können wir hier lang oder dürfen wir hier nicht lang? Hey, Übung macht den Meister. Man muss immer und immer wieder Pokébälle werfen, bis man seine Wurftechnik im Schlaf beherrscht. Delion wirft seine Pokébälle immer mit so viel Schwung, dass es den Pokémon darin bestimmt ganz schwindelig wird. Glaube ich nicht. Oh, Müller macht was. Geil! Okay. Was steht hier? Nichts? Okay. Blumenladen. Bei der Blumenzucht verwenden wir die Pokémon-Attacke Wachstum. Da kommt die beachtliche Größe unserer Pflanzen. Macht natürlich Sinn. Hier ist noch ein Laden. Bist wohl mit deinen Pokédex beschäftigt, wie? Da habe ich einen Tipp für dich. In der Naturzone triffst du auf die unterschiedlichsten Pokémon. Ja, ja, ich weiß. Da wollen wir mal rein. Let's go. Okay. Hut, Hut! Hut, Hut mag bittere Sachen, aber ich habe eher eine Vorliebe für Süßes. Hast du Delions Umhang gesehen? Er ist ja so toll, dass er so viele Sponsoren hat, aber besonders modisch sehen die vielen Logos nicht aus. Ja, wenn man an der Arena-Challenge teilnimmt, kann man in Gala zum Star werden. Okay. Fukano und Raffel. Kamu ist der Beste. Er ist zwar älter als mein Papa, hat's aber immer noch drauf. Ich wünsche mir, dass er noch Arena-Leiter ist, wenn ich mal an der Arena-Challenge teilnehme. Mein Freund ist ein großer Fan von Kabu. Er sammelt all seine Ligakarten. Der Kaffee heute schmeckt echt gut. Da haben die Pokémon gute Arbeit geleistet. Das ist Kaffee. Kumil. Willkommen im Kampfkaffee. Du kannst bei uns einmal pro Tag kämpfen. Gewinnst du, gibt es zur Belohnung etwas Süßes. Auf Kosten des Hauses. Ja, ich will mal probieren. Dann mal nichts wie los. Genehmigen wir uns ein kleines Päuschen voller Action. Ach, gegen ihn? Oh, okay. Wadribi. Ich finde es aber bisher echt cool. Die Schaft gefällt mir sehr. Aquavelle ist irgendwie voll stark. Boom. Nice. Wir sind ja richtig stark. Gegen normale Trainer. Oder allgemein alles, was nicht in der Todzone ist. Da sind die mir etwas zu stark, leider. Zack, Level 14, Level 11. Juhu! Wann kommt eigentlich Level, Entwicklung? Barista Jim, wollte ich sagen. Haben wir besiegt. Lass dir diesen Sieg auf der Zunge zergehen. Tu ich. Der Kampf war so erfrischend wie ein Glas Kumomilch. Hier kommt das süße Vergnügen, das ich dir versprochen habe. Kumomilch, dankeschön. Ah, ja. Wir freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch. Okay. Ich glaube, der Pony ist vielleicht doch etwas zu lang. Egal. Fürs Erste denke ich, passt trotzdem. Was gibt's denn hier? Sieh an, ein Pokémon-Trainer. Ich hab hier was für dich. Wende doch mal auf eines deiner Pokémon an. Energiefokus. Na, danke. Technische Platten oder kurz TPs sind echte Antiquitäten, mit denen man Pokémon seltene Attacken beibringen kann. Dass sie nach einmaligem Gebrauch schon reif für die Mülltonne sind, steigert dabei sogar noch den Nostalgiefaktor. Ach, das ist jetzt der Ersatz für TMs oder wie? Habe ich so richtig verstanden gerade? Nicht schlecht. Das Kaufverhalten eines Menschen verrät sehr viel über dessen Persönlichkeit. Mein Mann zum Beispiel, tja, der macht sich überhaupt keine Gedanken beim Einkaufen. Es ist schon ein tolles Gefühl, die Ware in den Händen halten zu können, bevor man sie kauft. Produkte online zu bestellen und von Pokémon bis an die Haustür geliefert zu bekommen, hat aber auch seinen ganz eigenen Reiz. Jopp, finde ich auch. Onix ist ja an sich schon ein riesiges Pokémon, doch durch die Dynamaximierung wird es noch viel größer. Lol, stimmt. Oh, nix! Ich hatte den ganzen weiten Weg aus Alola auf mich genommen, um die Arena-Challenge hautnah mitzuerleben. Ah ja, Alola. Was ein toller Ort.
Und welche Trikotnummer würde ich mir wohl geben, wenn ich frei wählen dürfte? Ich kann mich nicht entscheiden. Das gleiche Trikot wie mein Lieblings-Arena-Leiter zu tragen, ist der ultimative Kick. Okay. Was ist das hier? In der Auslage befinden sich jede Menge Bücher. Der Werbung zufolge erfreut sich ein Magazin mit einer Sonderausgabe zu allen Arena-Leitern. Mit einer Sonderausgabe zu allen Arena-Leitern ganz besonders Beliebtheit. Okay. Liga-Präsident! Rose legt sehr viel an Galas Wohlergehen. Er garantiert nicht nur die Energieversorgung hier in der Region, sondern unterstützt auch die Arena-Challenge nach Kräften. Dampfkraft ist toll! Sie kann sogar diesen riesigen Lift bewegen! Ganz ehrlich, bei Flugzeugen und sonstigen Metallhaufen, die sich hier wie von selbst bewegen, bekomme ich es mit Angst zu tun. Das gilt natürlich nicht nur für Stahl-Pokémon. Also nicht für Stahl-Pokémon. Für die gilt das nicht. Okay. Ja, ich bin wie Kacke im Lesen, aber das kennt ihr. Lol. Das ist ein Plattenladen, in dem sich vielleicht das ein oder andere Schätzchen finden lässt. Okay. Hier, ich schenke dir diese Top-Ohrenstöpsel. Ein paar Top-Ohrenstöpsel. Mit diesen rätselhaften Ohrenstöpseln kann man die Lautstärke verschiedener Geräuschquellen regulieren. Ist das eine Einstellung, die man als Item bekommt, oder was? Weißt du, was an den Top-Ohrenstöpseln so top ist? Wenn du sie dir in deine Lauscher steckst, hörst du zum Beispiel keine Pokémon-Rufe mehr. Mit ihnen kannst du die Geräuschkulisse um dich herum nach Lust und Laune ein- und ausblenden. Okay, das ist cool. Wenn das mal nicht top ist. Das ist echt top. Und da auch so, ja, okay. Let's go rein da. Glurak! Glurak wieder da. Jedes Mal, wenn Glurak kommt, muss ich immer so lachen. Das ist einfach irgendwie deplatziert in meinen Augen. Ich finde es so lustig, wie da einfach irgendwo überall auf der Welt so in der A-Post einfach da steht. Ich finde es lustig. Puh, ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden, Glurak. Mein Orientierungssinn lässt echt zu wünschen übrig. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Oh, hallo Maike. Wie ich sehe, hast du bereits ordentlich an deinen Fähigkeiten als Trainer gefeilt. Es war also die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsbrief ausgestellt zu haben. Puh, ich habe da etwas, was dir sicher gebrauchen kannst. Hier, gib das einem Pokémon zum Tragen. Fiole Zauberwasser. Für Memnion wahrscheinlich. Ein Item zum Tragen, ein tränenförmiger Edelstein, der Attacken von Typ Wasser versteckt. Okay, mach ich. Du bist fast da. Wenn du den Lift hier nimmst, kannst du das Engine Stadion gar nicht verfehlen. Du kannst dich natürlich auch noch etwas in Engine City umsehen, bevor du ins Stadion gehst. Pass bloß auf, dass du nicht verläufst wie ich. Bring dir gut ein, wo der Lift zum Stadion ist. Okay. Liga-Karte. Können wir die auch unterschreiben oder so? Oder die Orden vielleicht putzen? Aber guckt euch das mal an, das ist doch cute. Kartencode. Ach, wahrscheinlich für Freunde. Adden. Soll ich ihn zeigen? Ja, warum nicht? Bitte warte einen Moment. Okay. Okay. Begorschen alle Pokémon Level 20. Teilen. Mal gucken, was das macht. Lol. Okay. Da habt ihr meinen Kartencode. Für die Leute, die... Man kann ihn auch immer wieder aktualisieren. Das finde ich richtig cool. Viele, die mich adden wollen, so, ne? Ich meine, warum nicht, ne? Wenn es aber zu viele werden, was wahrscheinlich eh nicht sein wird, aber wenn mich Leute nerven damit, dann mache ich das wieder aktualisieren, tun so oder was auch immer. Aber ich denke nicht, dass das passieren wird. In der nächsten Folge gucken wir uns auch das Pokémon Camping an. Machen wir aber heute nicht. Machen wir direkt am Anfang der nächsten Folge, würde ich sagen. Memion geben wir kurz das Item. Wo ist denn das? Ja, Stampftasche. Medizin, was? Basis-Items kann das ja nicht sein. Total auch nicht. Schatztasche auch nicht. Das hier auch nicht. Das hier? Hier, ah. Was ist das? Okay. Egal, machen wir das hier einfach mal. Okay. Okay, okay. Auf nach oben.
Und hier ist die Arena, die wir uns dann in der nächsten Folge anschauen werden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, Abo da, falls ihr neu seid. Und bis dann bei der nächsten Folge von Pokémon Schild.